Hallo und danke, dass ihr wieder dabei seid. Heute in diesem Video befassen wir uns mit DCS Mods und Skins. Es ist ja unglaublich, was für ein Wissen und was für Fähigkeiten sich hier in der Community alles versammelt haben. Aber jemand, der wie ich weiß, wo er seinen Rechner ein- und ausschaltet, der geht da relativ ungern dran, irgendwelche Dinge zu verändern, und man folgt dann doch eher Regel Nummer 1, never touch a running system. Nachdem sich jetzt allerdings DCS 2.5 auf unbestimmte Zeit nach 2017 verschoben hat und viele Dinge, die ich mit 2005 eigentlich erwartet hätte, natürlich die neue Kaukasus-Mappe, Karte, aber natürlich auch die Geschichte mit den zusätzlichen Cargos, der Integrierung von den Ubuntu-Mods, oder wie es sich buchstabiert, furchtbarer Name, eine klasse Leistung von dem Kerl, was der da zusammengeschraubt hat, und da hoffe ich doch ganz fest, dass also zumindest einiges, wenn nicht gar alles von ihm in 2.5 dann spätestens integriert wird, vielleicht auch schon früher. Aber da sich eben, wie gesagt, das jetzt auf unbestimmte Zeit verschiebt, für all diejenigen, die Heli fliegen und dann doch mit dem Gedanken spielen, den ein oder anderen Mod oder Skin zu installieren, hier dieses Video. Beginnen wir mit den Skins, sprich mit den Lackierungen unserer Maschinen, in dem Fall die Red Bull-Lackierung der UH von Upuatu. Wo finden wir denn die Geschichten überhaupt? Die eine Möglichkeit wäre zunächst mal die DCS-Website. Da können wir unter Downloads, User-Files ganz unten übers Menü auswählen, was wir denn suchen. In unserem Fall jetzt zunächst mal ein Skin. Wo ist er? Ja, jetzt kommen wir der Sache näher. So, dann für welches Spiel? Ich gebe hier immer ein, 1.5 ist die aktuelle Variante. Bei den Skins, glaube ich, gibt es eigentlich keinen Unterschied. Da muss man nicht so drauf achten. Ja, und dann nochmal, für welches Fahrzeug suchen wir denn was? In unserem Fall die UH. Und dann drücken wir einfach direkt schon mal auf Filtern, und dann werden uns alle angezeigt, die jetzt hier momentan auf der DCS-Website noch enthalten sind. Das sind nicht mehr allzu viele, das war mal deutlich mehr. Das scheint mir aber daran zu liegen, dass mittlerweile in 1.5 bereits wesentlich mehr Skins integriert sind. Also wenn man danach guckt, vor allem Vietnam-Skins sind schon standardmäßig mit dabei. Das ist mir erst ja heute eigentlich aufgefallen. So. Ja, eine weitere Möglichkeit wäre dann das DCS-Forum unter Mods. DCS-Mods finden wir dort dann neben allen möglichen anderen Zeugs auch Skins. Dort finden wir auch dann die Seite von Upuatu, den Link dorthin. Der hat jede Menge unterschiedlicher, vor allem UH-Skins. Da rentiert sich auf jeden Fall reinzuschauen. Ja, haben wir den Skin downgeloadet und entpackt, dann kopieren wir in unser DCS-Installationsverzeichnis auf der Festplatte. Eagle Dynamics. Suchen uns die DCS-Version aus, in der wir es reinhaben möchten, in dem Fall 1.5. Und da nehmen wir den Unterordner Bazaar und im nächsten Schritt den Unterordner Libraries. Da sind jetzt alle Modelle aufgelistet in DCS. Jetzt suchen wir hier unsere UH, die ist in dem Fall ganz unten. Gehen in das Verzeichnis rein und kopieren hier den Ordner mit unserer Red Bull Skin rein. Habe ich hier in dem Fall schon gehabt. Das heißt, ich muss jetzt nicht nochmal rein kopieren, aber das ist relativ einfach. Da kann man auch nicht allzu viel falsch machen. Jo, zurück in DCS im Mission Editor. Wählen wir jetzt das Luftfahrzeug aus, dessen Skin wir verändern möchten. Also sprich, es müsste jetzt in dem Fall natürlich die UH sein. Gehen auf die Waffen und auf den Waffenbeladungsreiter und sehen hier den aktuellen Skin, öffnen das Dropdown-Menü und suchen jetzt hier unsere Red Bull Lackierung. Ja, relativ weit unten, da haben wir sie, wählen die Red Bull Lackierung aus und sehen schon hier in der Vorschau, wie sich die Sache verändert hat. Zurück in den Mission Editor, speichern und dann mal direkt gleich rein ins Menü. Da schneiden wir jetzt ein bisschen was raus. Jo, und los geht's. Wir wechseln in die Außenansicht und können hier schon unsere schöne neu lackierte UH bewundern. Also ist eine ganz einfache Sache. Man kann nichts allzu viel falsch machen, sollte aber dennoch, bevor man anfängt, DCS rumzubasteln, alle Ordner, die man verändert oder in denen man eine Änderung vornimmt, kopieren, original als alt bezeichnen, und falls doch was schief geht, kann ich so jederzeit auch wieder zurückgehen.
So, bei Mods kann es dann doch deutlich komplizierter werden. Da kann es auch zu einigen Schwierigkeiten kommen. Stellt sich die Frage, warum soll ich mir denn das antun? Ja, und um die Frage zu beantworten, hier mal zwei kurze Videos, was die Cargo-Geschichte anbelangt. Zum einen hier sehen wir die UH, die jetzt übrigens auch so in der Lackierung in 1.55 direkt abrufbar ist. Und das normale Cargo, das wir bislang für die UH hatten. Und wenn wir jetzt mal nach rechts rüberschwenken und auch hier im Hintergrund sehen wir schon einige Dinge, die aus dem Ubuatu-Mod, ja, ich glaube, ich krieg's nie drauf, das mit dem Namen, also furchtbar, wir da drin hier finden und die wahrscheinlich, aber nicht sicher, aber wahrscheinlich dann doch momentan in DCS auch schon integriert werden. Wann die allerdings zur Verfügung stehen, das weiß man nicht. Wie viele, weiß man auch nicht. Also das steht in den Sternen. Hier noch ein paar mehr. Also wir haben hier als Zuladung dann eine Palette mit Granaten, einen Sunny Container und noch eine Palette mit Granaten. Jede Menge unterschiedlichste Zuladungen. Was mir am besten gefällt, das sind die Container-Geschichten mit den Gas. Behältern oder dann eben auch für die Bergung von Verwundeten die leere Bahre oder die Bahre mit Verwundetem. Also da kann ich dann auch, ja, das sieht man jetzt sehr schlecht, das kommt nach dem zweiten Gaskanister. Da habe ich die beiden Bahren. Da kann ich dann eben auch Verwundete an Außenlast am Haken evakuieren. Also das ist eine tolle Geschichte. So, was wir hier sehen, das ist der Vergleich zwischen dem Kaukasus-Mod von Stairways, die Kaukasus-Texturen von Stairways, die downloadbar und installierbar sind, oben rechts und den Standard-Texturen, wie sie momentan in 1.5 noch verwendet werden. Also auch da ein deutlicher Unterschied. Das wird sich erledigen, wenn 2.5 und die neue Kaukasus-Karte rauskommt. Aber wer weiß, wann das passiert. Ist ja jetzt auf 2.17 verschoben worden. Und Freunde, es ist so schnell 2.18. Und ob wir da dann innerhalb von 2.17 die 2.5-Version noch sehen, wer weiß das so genau. Und mit Hilfe von ein, zwei Programmen, die ich jetzt hier auch im Nachhinein dann noch vorstellen werde, ist es relativ simpel, auch für diejenigen, die sich mit PC nicht so gut auskennen, eben diese Mods zu installieren, ohne dass man sich das System rettungslos zerschießt. Selbst ich habe es hingekriegt, also das heißt 95% der User schaffen es auch, mindestens 95% der User. Und was für Hilfsmittel das sind, da kommen wir dann jetzt gleich direkt drauf. Recht neu, aber in Zukunft mit Sicherheit das Mittel der Wahl, der OVGME. GME steht für Generic Mod Enabler, verwaltet unsere Mods, aktiviert sie, deaktiviert sie, macht Sicherungen von unseren Programmen, falls was schief gehen sollte, dass wir wieder zurückkommen. Sicherlich eine coole Sache, hatte leider Probleme beim Download. Windows wollte es aus Sicherheitsgründen zunächst gar nicht downloaden, habe es dann aber geschafft, leider ohne die versprochene Hilfefunktion, sodass ich mich damit nicht weiter beschäftigt habe. Wir werden hier den GSGME verwenden. Das ist Chain Software Generic Mod Enabler. Das ist der Vorgänger von einer anderen Firma. Schwer zu finden im Internet. Achtung, viele Links sind einfach virenverseucht, da muss man aufpassen. Die Originalfirma gibt leider nicht mehr. Aber ja, es ist auf jeden Fall zu finden und es gibt auch noch in DCS eine spezielle Rubrik im Forum, wo genau beschrieben wird, wie das mit der Installation funktioniert. Allerdings, ja, ich habe hier das dann auch als Video noch erklärt. So, für die Installation gehen wir ins Installationsverzeichnis von DCS. Ich nehme 2.0, den 1.5 habe ich ja bereits installiert und das Erste, das wir tun sollten, wäre einen neuen Ordner anzulegen. Und zwar benennen wir den neuen Ordner entsprechend der Anleitung unterstrich Mods. Mods schreiben wir groß, damit er sich gut unterscheidet von dem Original-Installationsordner Mods, den es in DCS bereits gibt. Das sollen allerdings zwei verschiedene Dinge sein. Als nächstes kopieren wir die Exe für das Mod-Programm ins Installationsverzeichnis von DCS und starten die aus dem Installationsverzeichnis raus. Machen unsere Haken, dass wir mit allem einverstanden sind, lassen sie durchlaufen. Und installieren das Programm. Und nachdem es dann fertig installiert ist,
sehen wir zusätzliche neue Icons, die er jetzt innerhalb unseres DCS-Installationsprogramms angelegt hat. Da haben wir jetzt den Mod-Enabler. Genau, hier ist er. Und wenn wir den doppelklicken und starten, dann fragt er uns beim ersten Mal, ja, welchen Ordner soll ich denn tatsächlich nehmen? Und da machen wir jetzt unseren Ordner draus, den wir gerade frisch angelegt haben, eben den Unterstrich Mods Ordner, damit auf den richtigen. So, danach, und das sollte man nicht vergessen, generieren wir einen Snapshot, quasi eine Sicherungskopie unserer Game-Files, wie sie aktuell aussehen, bevor wir den Mod das erste Mal einsetzen, dass, falls was schief gehen sollte, das nachher auch alles wieder in die richtige Reihenfolge gebracht werden kann. Hat soweit alles geklappt, kann ich von dieser Stelle auch schon meine Mods in den entsprechenden Ordner kopieren. Ich selbst gehe gerne über das Installationsverzeichnis und kopiere sie direkt in den neu angelegten Ordner Unterstrich Mods. Mache das nicht über den Mod Enabler. Es ist reine Geschmackssache. Ich habe einfach mehr Übersicht, wenn ich das so mache. Mir gefällt es besser über den Explorer. Ja, in den meisten Fällen wäre die Kuh jetzt dann auch schon vom Eis und über den Generic Mod Enabler können wir jetzt entscheiden, welche Mods aktiv werden sollen und welche nicht, einfach indem wir sie von links nach rechts verschieben und dadurch aktivieren. Wenn wir sie deaktivieren wollen, schieben wir sie einfach wieder von rechts nach links zurück und beim nächsten Neustart vom entsprechenden Programm, sprich DCS, ist der Mod dann wieder deaktiviert. Also eine ganz simple Geschichte. Manche Mods erfordern dennoch etwas mehr an Arbeit, so zum Beispiel auch der Cargo-Mod. Der hätte gern, dass man eine Config-Datei verändert oder anpasst oder, sofern sie nicht vorhanden ist, also in meinem Fall war sie nicht vorhanden, eben die Config-Datei einfügt. Aber da wird beim Download eine entsprechende Config-Datei mitgeliefert, die an entsprechender Stelle im Benutzerverzeichnis, suchen wir das mal schön raus, Benutzer, in dem Fall, ich heiße hier Mir auf meinem Rechner, warum auch immer, im Spieleverzeichnis, genau, im richtigen DCS-Folder, welcher ist es, in dem Fall der hier, ja, unter Config, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Verzeichnis besteht noch nicht, also ich kopiere das Config-File einfach jetzt an dieser Stelle rein. Hol es mir aus meinem Verzeichnis, wo ich es abgelegt habe, nach dem Download. Da muss ich es kurz suchen, da ist es. Kopieren, gehe zurück in den Ordner, füge es ein. Öffne die Datei in WordPad. Und vergleiche jetzt, was hier an Zielverzeichnis drinsteht mit dem Zielverzeichnis, in dem ich es jetzt tatsächlich direkt drin habe und passt es eben an dieser Stelle an. Oben in meinem Explorer sehe ich ja, wo ich mich tatsächlich jetzt befinde und im WordPad sehe ich, was in dem Verzeichnis drinsteht, wo ich mich befinden würde. Das passe ich an, dass die zwei Dinge übereinander stimmen, dass das übereinstimmt. Open Beta. In dem Fall nehmen wir das raus, so genau, und machen Open Alpha draus, speichern das ab und damit hätten wir dann auch diesen Teil dann schon hinter uns, damit die Cargo-Geschichte nachher dann auch einwandfrei funktioniert. So, an dieser Stelle nochmal einen kurzen Rückblick zurück ins DCS-Forum, wo wir denn unsere Mods dann auch tatsächlich finden. Wir scrollen nach unten. Mods and Apps, wo ist es? Da ist es. Rufen das auf und dann sind wir schon an der richtigen Stelle. Dann haben wir hier unsere DCS-Mods und auf der Seite dann schon im oberen Drittel kommen gleich unsere Add-on-Tens Watchtower UH1 Cargo. Das ist der Upuatu-Mod, jetzt geht's besser. Vorbildlich dann auch, wie das hier erklärt ist und wie es aufgezeigt ist, was man von dem Mod alles erwarten kann, was es alles an Möglichkeiten gibt, Bohrinseln verschiedener Art. Landefelder, Helipads, Landefelder, Türme mit Landefeldern. Natürlich, wie ich schon gesagt habe, hat er natürlich auch eine ganze Menge an Skins, Schiffe zum Landen, zusätzliche Schiffe und jede Menge Zelte und Wachtürme im Vietnam-Style. Wer sich dann den Mod Vietnam Skins installieren möchte,
da passt es dann drauf wie's Faust, wie die Faust aufs Auge. Da ist es eine tolle Sache. Ein paar Bunker, die hoffentlich alle, wie gesagt, in 2.5 integriert sind. Das Krankenhaus, auf dem man landen kann, das übrigens echt geil aussieht bei Nacht, wenn es dann beleuchtet ist, der Anflug. Eine Gazelle, zusätzliche Fahrzeuge, also jede Menge Stuff. Der Kerl hat Zeit ohne Ende. Ganz offensichtlich alles zum Download bereit, alles sehr gut erklärt. Also wer nicht warten möchte auf 2.5, das ist genau die richtige Stelle. So, wir sind wieder durch und Weihnachten steht vor der Tür. Also denkt bitte dran, ich freue mich über jeden Kommentar, jede Bewertung oder jeden neuen Abonnenten für den Kanal. Vielen Dank fürs Reinschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke.